Hallo Leute, heute ist die Probefahrt gemacht worden und ich muss euch enttäuschen. Da habe ich das letzte Mal mehr gespiegelt, was nicht ist als das, was ist. Ganz großen Fauxpas habe ich gemacht. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, hier unten mit dem Vorwärts- und dem Rückwärtsgang hat es zu tun. Tja, das Ding ist gerade so blöderweise angeklemmt, dass ich hier den Rückwärtsgang reinmachen muss, um vorwärts zu fahren und deshalb verpolt sich hier der Output. Also habe ich mir die ganze Zeit, keine Back-EMFs hier auf meinen Re-EMF draufgehauen, sondern die volle Eingangsleistung sozusagen. Und bei der Probefahrt habe ich das dann mitbekommen, wo ich aufgedreht habe. Da hat es mir dann nämlich hier vorne meinen Transistor durchgehauen. Tja, der hat es dann nicht ausgehalten. Also, ganz so einfach, nur mit Inverter und den Back-EMF-Pulsen geht es dann doch nicht. Da war ich dann bisschen zu euphorisch gewesen. Sorry nochmal, ne, für eure Energie, die ich da euch wahrscheinlich zwischenzeitlich geraubt habe beim Angucken. Aber deshalb ja jetzt gleich hier dieses Korrekturvideo dazu. Ich werde dann höchstwahrscheinlich doch auf den Bedini-Scooter wieder zurückgehen, wo der Motor schon so ausgelegt ist, dass die Back-EMF-Pulse zurückkommen. Und dieses Konglomerat bleibt jetzt trotzdem hier dran. Dann nehme ich mir den Input halt nicht von den Back-EMF-Pulsen, sondern ziehe mir ein kleines Solarpanel hier hinten drauf, so ein kleines 20 Volt Solarpanel, was mir dann nonstop meinen Lithium-Akku vollhaut. Und der kann ja dann meine Bleisäure-Batterie vollhauen. So, ich sag nochmal nichts für ungut und bis zum nächsten Mal.